Hallo Leute und willkommen zu Space Run, einem Raumschiff Tower Defense Spiel von Pastec Games, published auf Steam. Kostet, glaube ich, 15 Euro. Habe ich vor ein paar Monaten aufgelesen, inzwischen auch durch, mit allen Sternen, die es gibt. Und ich muss sagen, es war ziemlich gut, deshalb dachte ich, ich zeige das mal hier auf dem Kanal. Im Prinzip spielen diesen Typen hier, Bugman, das Robin ist nur mein Profilname, und im Prinzip muss man Sachen durchs All transportieren, vor Konkurrenten schützen und vor Piraten auch vor allem. Konkurrenten eigentlich weniger. Und hier haben wir dann fünf Typen. Das ist eine Frau, oder? Eine Frau? Ja, und eine KI. Drei Typen, eine Frau und eine KI, für die wir dann Sachen transportieren müssen. Und jeder will, dass wir was anderes transportieren, was sich dann auch anders verhält. Also das hier ist die erste, die uns Aufträge gibt. Mit der müssen wir einfach nur ganz normal Stuff transportieren, irgendwelche Container. Dann hier, Nuclear Star beauftragt uns, Atommüll zu transportieren. Hat die Eigenschaft, dass es explosiv ist. Das heißt, wenn das Ding zerstört wird, dann nehmt das euch schon mal ein Stück vom Schiff mit. Dann haben wir so eine Reiseagentur. Und das Tolle an diesen Dingern ist, also was heißt das Tolle, das nervt eigentlich voll. Zum einen, wir müssen diese Dinger hier mit Energie versorgen. Zum anderen müssen sie außen am Schiff sein. Weil die Leute wollen ja ins All gucken und das ist extrem nervig, wenn man außen eigentlich lieber Kanonen anbringen möchte als irgendwelche solche Dinger. Dann haben wir hier noch sowas, das bringt irgendwelche Mineralien von irgendeinem komischen Planeten irgendwo hin. Und das Blöde an den Dingern ist, dass sie euren Konstruktionen die Energie entziehen. Das hier, das sage ich, das gibt's nur in zwei Missionen, glaube ich. Nee, in drei. Das ist richtig nervig, weil es immer irgendwelchen Shit auf euer Schiff schickt. Den jetzt da bewegen könnt, aber es dauert ewig. Und das Ding hier deaktiviert die Schilde von allem in der Umgebung. Auch eure eigenen, aber auch die von Gegnern. Was ich nicht so schlimm fand. Und das hier ist halt besondere Fracht, nämlich KI-Teile. Und die müsst ihr irgendwie nicht nur mit Energie versorgen, sondern die müsst ihr auch noch später mit eurer Kommandobrücke verbinden. Ich werde hier dieses Level Highway Star gleich mal zeigen. Aber vorher zeige ich euch noch die Upgrades. Also, nein, Einstellungen. Gibt's eigentlich nicht viel zu sehen. Ja, gibt's nicht viel zu sehen, aber auf jeden Fall die Upgrades und auch mal ein paar Tipps dazu. Also hier sind mal die ganzen Sachen, die man bauen kann. Raketenbatterien, Laser, Gatling Guns, Schilde, Raketenabwehrsysteme, Ionenkanonen, was irgendwie nicht unter Waffen zählt und Antriebe und Energiegeneratoren. Und das hier kam noch irgendwann mit einem Patch dazu, dass die leeren Zellen ein paar passive Sachen bekommen und die Kommandobrücke ebenso. Das hier ist nur die ganzen Sachen, die man bauen kann, das hier sind nur die ganzen Gegner, die man, wenn man irgendwelche Stats nachgucken will, absolut nutzlos. Nun, zum einen, was ihr auf jeden Fall am Anfang gar nicht braucht, beziehungsweise eigentlich generell erst sehr spät ausbauen wollt, ist das hier. Das habe ich, glaube ich, nur ein oder zweimal benutzt. Ist eigentlich, also es ist sehr teuer, das würde ich euch empfehlen, erst später zu machen. Das Ding habe ich, glaube ich, auch nur ein oder zweimal benutzt. Es ist nicht so teuer, aber ich würde euch empfehlen, spart das Geld. Und das hier habe ich, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Es ist irgendwie, genau, es sind zwei Ionenkanonen und drei von diesen Anti-Missile-Dingern. Und naja, ich, wie gesagt, ich habe sie noch nie benutzt. Und ich weiß nicht, ob die gut sind, aber ich finde nie einen Platz dafür. Was stand da? Stand da was? Okay, nee, da stand nichts. Dann hier noch diverse Antriebe. Das hier ist sehr gut. Das hier würde ich euch auch empfehlen, erst sehr schwer zu machen. Es hat zwar relativ viel Schubkraft. Sehe ich das hier gerade irgendwo? Da. 350. Aber die Fähigkeiten sind ein bisschen seltsam. Also das hier verringert die Zeit. Also das ist verringert die Zeit. Nur eure Konstruktionszeit bleibt normal. Also im Prinzip baut ihr schneller. Nur sehr nicht schneller baut, sondern einfach nur der Rest langsamer wird. Und Hyperraum. Hyperraum ist eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit. Das Problem ist, also ich weiß mal, wenn ich sie benutzt habe, bin ich irgendwie in einem riesigen Asteroiden wieder aus dem Hyperraum ausgetreten und war instant tot. Ich verstehe nicht, warum. Also, nee, das ist von meiner Meinung nach schlechtes Spieldesign, weil man das auch nicht wirklich vorhersehen kann. Dass man dann, wenn der Asteroid in eurer Kommandobrücke ist, dann auch wieder aus dem Hyperraum sind. Und ansonsten, was ihr auf jeden Fall upgraden solltet, ist, ihr braucht auf jeden Fall das erste Upgrade hiervon, von der Laserkanone. Das ermöglicht euch nämlich, ohne jegliche Kosten, eure Kanone zu reorientieren, was sehr wichtig ist. Das gleiche gilt auch hierfür. Das hier ermöglicht nämlich eurem Twin Blaster hier sich in zwei Kanonen aufzuspalten. Und generell solltet ihr eigentlich von allem, was ihr benutzt, das erste Upgrade haben, weil ihr das ohne, also dafür braucht ihr keine zusätzliche Energie.
Dafür bräuchte er halt dann nur Ressourcen. Schilde sind sehr gut, also die sind sehr stark. Das hier eigentlich auch schon. Das hier hat einfach, das ist eher nicht so gut. Es ist gut, also man sollte es schon haben, aber es ist nicht so stark, wenn man die hier benutzen kann. Oder noch besser die hier, dann benutzt lieber das. Das hier ist sehr wichtig, weil später Raketen und so. Wobei mittlere und große Schilde halten Raketen ziemlich gut durch, habe ich festgestellt. Aber ihr solltet diese Dinger trotzdem hier haben. Jetzt bin ich mit der Uhr gegen den Schreibtisch gekommen. Antriebe. Das hier, also Tactical Break solltet ihr auch... Ja, okay, Tactical Break jetzt nur auf den beiden. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Boost und vor allem hier Burn. Burn ist in der Beziehung gut. Das ist diesem High Drive Boost, der im Prinzip ermöglicht, eine Waffe zu werden. Weil ihr damit einfach alles, was sich hinter euch befindet, töten könnt. Das habe ich erst sehr spät gemerkt, dass es so nützlich ist. Und Energiegeneratoren solltet ihr auch grundsätzlich alles einfach leveln, weil... Ja, also die haben teilweise ziemlich coole Fähigkeiten. Zum Beispiel das hier gibt hier also vorübergehend allem auf dem Schiff zusätzliche Energie. Das hier repariert alle Konstruktionen auf dem Schiff ein Stück weit. Das dritte übrigens immer passive Fähigkeiten, die dann aktiv werden, wenn genug Energie vorhanden ist. Also zum Beispiel der Antrieb ist schneller. Und hier der Antimaterie-Reaktor hat zum Beispiel dann... Das hier habe ich noch nicht wirklich benutzt. Ich glaube nur einmal. Das verringert die Konstruktionszeit und die Kosten. Und das hier ist eine ziemlich geile Fähigkeit, die stellt alle Schilde und Hülle wieder her auf allen Konstruktionen, die ihr auf eurem Schiff habt, was ziemlich cool ist. Ansonsten würde ich sagen, hier, Highway Star. Es gibt auch Bosse in dem Spiel, das kann man erkennen, dieses Level hat keins. So, jetzt müssen wir gucken, wie platzieren wir jetzt die Fracht, das sind vier große Container. Ich hatte vorhin überlegt, ob wir es nicht so machen wollen. Ich glaube sogar, das könnte ziemlich gut funktionieren. Und natürlich den ersten Antrieb, den kriegen wir auch noch so. Das ist die Kommandobrücke, die darf auf jeden Fall nicht zerstört werden. Mir gefällt das nur nicht, dass ich die dann so ungeschützt lasse. Machen wir einfach mal. Es gibt übrigens keine Pause-Funktion. Man kann das Spiel zwar pausieren, aber man kann in der Zeit nichts machen. So. Normalerweise würde ich sagen Tactical Break, aber hier machen wir erstmal Recycle. Und setzen den Energiegenerator hin. Ich brauche auf jeden Fall auch eine Kanone. So, da die größeren Kanonen, also die größeren Dinger generell benötigen auch Energie. Wobei ich glaube, das wird schon so hier nicht funktionieren. Der Plan ist, dass das hier eigentlich dann alles verbrennt. Aber ich glaube, so schnell bekomme ich die Energie nicht, die ich brauche. Obwohl doch, das könnte hinhauen. Nicht Energie, die... Keine Ahnung, wie die Dinger heißen, hab's vergessen. Das wird, glaube ich, nur einmal am Anfang gesagt. Das sind halt die Rohstoffe, mit denen ihr baut. Ach, fuck, ich habe gar keine... Ja, super, jetzt muss ich das überladen, aber ich habe dafür nicht die... Okay, hab schon verkackt. Das starten wir nochmal neu. Jetzt diesmal so. Diesmal machen wir es uns ganz einfach. Jetzt brauche ich nur noch genug von diesen blöden Teilen, damit ich da einen Energiegenerator hinsetzen kann. Also ihr seht jetzt, die Dinger haben keine Energie, das heißt, sie sind nutzlos. Das Ding kann ich übrigens hier, die Orient, das sollte man wirklich sehr früh halt kaufen. Man kann leider, wobei ich nicht behaupten würde, dass das ein schlimmes Problem ist, man kann halt noch nicht alle 5 Sterne erreichen, aber noch nicht alles hat, wenn man einfach einige Module braucht. Also ich glaube, die hier sind nicht stark genug für die späteren Dinger, um da überhaupt irgendwas zu reißen eigentlich. Aber das finde ich eigentlich auch nicht schlimm. So, jetzt brauche ich mal ein paar kleine Geschütze. In Anführungszeichen natürlich. Das könnte funktionieren. Komm.
leider nicht ganz so. Das Problem ist leider auch, dass man den Geschützen nicht befehlen kann, irgendein Ziel zu prioritisieren. Ja, war es jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Was teilweise ein bisschen nervt, weil ich dem sagen möchte, greif doch bitte das Schiff an, nicht diesen Asteroiden, der gar keine Gefahr darstellt. Also, das ist ziemlich nervig. Die Fracht hier ist ein bisschen beschädigt, aber man kann die Fracht indirekt reparieren, wenn man in der Nähe Energiegeneratoren hat, weil die haben alle eine Reparaturfähigkeit für angrenzende Objekte. Na komm. Ich baue jetzt mal noch nicht mehr. Ich glaube, die erwische ich nicht mehr. Nee, aber es ist nicht schlimm. Consider it done. Our journey. So, das und dann machen wir das so. Da kommt ein... Also dieses Schiff ist nicht gefährlich, also es wird uns nicht angreifen, aber wir können es trotzdem zerstören und das solltet ihr eigentlich auch grundsätzlich tun. Oh Gott, das... Wie hat es dieses Spiel durch die USK-Einstufung geschafft? Man greift Konkurrentenschiffe an, die einem nichts tun können und zerstört sie für Rohstoffe. Das Spiel belohnt einen dafür. Das ist eigentlich gewaltverherrlichend, oder? Glaube ich. Fällt das so die Definition? Egal. Das Ding... Mit der Konfiguration wechseln. Ah, nee, das nutzt nichts. Aber das hier kann ich schon mal machen. Weil da kommt ein rotes Schiff, das heißt, das wird uns angreifen. Ich glaube, ich sollte anfangen... Ja, das sollte jetzt eigentlich auch gehen. Weil damit bekomme ich jetzt auch die Rohstoffe, die ich benötige. Ich baue direkt die größten Schilder, aber die größten Schilder sind einfach die besten. Die haben einen hohen Radius und halten relativ viel aus. Was heißt relativ? Sie halten extrem viel aus, aber... Ne? So, alle Geschütze aufteilen. Hotfix. Die Fähigkeit, also hier Hotfix, das funktioniert hier auch. Also ihr seht, da steigt jetzt die HP wieder. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob ich hier... Nein, das geht nicht. Was ich aber auf jeden Fall machen sollte, ist mehr Antriebe herstellen. Damit wir Lightspeed Delivery schaffen. Also wir müssen 8 Minuten 58 da sein, also... Wir brauchen mehr Antriebe. Es gibt übrigens auch keinen Abbrechen-Button. Also wenn ihr einmal eine Konstruktion Auftrag gegeben habt, dann ja, könnt ihr sie nicht abbrechen. Wir können sie wieder abbauen, aber das gibt euch nicht alle Rohstoffe zurück. So, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, also die Tier 3... Geschütze besitzen noch so eine Fähigkeit namens, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Death Shot oder so, und schießt damit immer auf die Kommandorücke von den Gegnern. Wenn ihr die zerstört, fällt das ganze Schiff auseinander und ihr habt im Prinzip schon gewonnen. Damit kriege ich nicht genug Schubkraft. Das heißt, ich löse das jetzt anders. Consider it done, ja, fuck you too. Also dieser Android ist, also diese Stimme ist ein Android, der eigentlich im Prinzip der Co-Pilot von dem Dude hier ist. Ich kann diesen Schild, also den kleinen Schild könnt ihr ausdehnen, wenn ihr mehr Energie habt, was ich nicht habe. Fuck. Ah, super. Also da, das Vieh hat Raketen, was ein bisschen kacke ist.
Aber dadurch, dass ich jetzt mehr Antriebe habe, bin ich jetzt auch natürlich schneller und sollte es eigentlich schaffen, das hier einzuhalten. Cluster ready to burn. Und später wird es halt wirklich sehr, also das... Später hat man natürlich auch die Tier-3-Geschütze, die einfach richtig gut sind, weil es einfach richtige Miniguns sind. Und dann noch mit dem Deathshot, das ist richtig gut. Und es macht auch wirklich Spaß, wobei ich später eigentlich immer YouTube-Videos geschaut habe, damit ich weiß, wie das geht. Weil zum Teil, also es ist immer gleich. Also in der Beziehung, ihr könnt im Prinzip auswendig lernen, von welcher Richtung wann welche Gegner kommen und wie ihr am besten darauf reagiert. Und, naja, das müsst ihr eigentlich auch, finde ich, weil zum Teil frage ich mich, wie soll ich mich darauf vorbereiten? Ich wusste nicht, dass ich darauf planen muss. So, der hintere Teil ist jetzt leider extrem ungeschützt. Das ist nicht so ganz clever gelöst von mir. Okay, wenn ihr etwas repariert, also die Selbstreparaturfähigkeit von etwas benutzt, das kostet natürlich Rohstoffe. Abgesehen davon wird das Teil dann auch deaktiviert. So, und jetzt mal ein bisschen Fun. Die Laserstrahlen würde ich auch nicht unterschätzen, die sind auch sehr stark. Also, die ersten, das sind die normalen, die Einser, die hier Geschütze, die haben noch so eine Rapid-Fire-Fähigkeit, die ist auch ziemlich gut. Also die Fähigkeiten ermöglichen im Prinzip eure Geschütze temporär sehr stark zu machen und teilweise auch... Also Einser-Geschütze können theoretisch dann auch temporär zumindest die Funktion von einem Zweier-Geschütz übernehmen, einfach von der Stärke her. Wobei, auf lange Sicht werdet ihr mit den Einser-Geschützen einfach gar nicht klarkommen. Weil dafür sind die einfach nicht stark genug, sie besitzen nicht die Feuergeschwindigkeit und so weiter. Und die Schilde sowieso. Also mit... Die kleinen Schilde hier, die nur einen Radius haben, das bringt euch halt echt nicht viel. Aber ich würde sagen, wir haben das ganz gut geschafft, ne? Ich glaube, das sind 5 Sterne jetzt. Yep. 5 Sterne. Also, 3 Sterne kriegt ihr schon, wenn ihr einfach ganz normal schafft mit allem. Also, wie erkläre ich das jetzt? 3 Sterne sind normale Lieferung mit allen Items. 4 Sterne sind Express-Lieferung mit allen Items. Lightspeed Delivery, wie sie hier haben, ist mit allen Items und halt, ne? Lightspeed Delivery. Und das erhöht dann auch den so Multiplikator hier. Und dadurch habe ich halt 9000 Credits jetzt verdient. Wobei, das Spiel hört bei 90.999 Credits auf zu zählen, was ich ein bisschen seltsam finde, weil... Naja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da es schon aufhört mit den Datenwerten. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir ziemlich gut gefallen eigentlich. Deshalb, wenn ihr irgendwie mal ein Spiel sucht, also wenn ihr Tower Defense Sachen und Strategie Sachen mögt, klare Kaufempfehlung, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.